Bewusst gemeinsam ist das Motto, dem das Gymnasium Neubiberg folgt. Das bedeutet eine enge Zusammenarbeit von Eltern, Schülern und Lehrern. Das bedeutet eine Zusammenarbeit im Kollegium als Team mit flachen Hierarchien. Das bedeutet, den Blick auf jeden Einzelnen zu richten, um möglichst gute Lern- und Arbeitsbedingungen für alle zu schaffen. Wenn besondere Hilfe notwendig ist, arbeiten alle Helfer am Gymnasium Neubiberg zusammen. Die Jugendsozialarbeit, die Schulpsychologin, die Beratungslehrerin und die Schulleitung sprechen sich ab, um für Schüler in besonderen Situationen Lösungen zu finden. Wir versuchen gemeinsam zu handeln mit dem Bewusstsein füreinander, eben bewusst gemeinsam. Denn wo kann man lesen, chillen und auf der Terrasse sitzen? In der neuen schönen Bibliothek. Durch die Terrasse ist auch für Lesen und Lernen an der frischen Luft gesorgt und wer seine Ruhe will, kann den eigens dafür gebauten Ruheraum aufsuchen. Also, bis bald in der Bib. Ich finde das Gymnasium in der Wiebeck toll, weil wir Möglichkeiten haben, unser Schulhaus selbst mitzugestalten. Egal, ob es der Computer-Nerd ist oder diejenige, die lieber originell und per Hand etwas machen möchte, das komplette Spektrum an Charakter wird sich hier überraschend wohlfühlen, da so gut wie alle kreativen Maker-Gedanken umgesetzt werden können. Und wie? Naja, wie gesagt, der Tech-Nerd macht das lieber mit den 3D-Druckern, dem Lasercutter, dem Schneideplotter oder einem der vielen Lötkolben, wohingegen aber die kreative Hand sich an dem Häkel- und Strick-Equipment zurechtfindet oder sich an einem Haufen Bastelkram ausprobiert. Wer aber neben dem ganzen Kreieren und Bauen mal eine Abwechslung braucht, um Emotionen und Gefühle laufen zu lassen, der findet ganz schnell einen Platz in den diversen musikalischen Möglichkeiten. Wer es lieber krachen lässt, der sieht sich höchstwahrscheinlich in der Big Band wieder, denn da reicht das Repertoire von klassischen Jazzinterpreten wie Dizzy Gillespie oder Stevie Wonder bis hin zu moderneren Stücken von Leuten wie Bruno Mars oder Mark Ronson. Für die, die gerne die komplette Emotionsrutsche haben wollen, für die gibt es dann das große Schulorchester. Aber da hört es tatsächlich noch nicht auf, denn neben den Turmbläsern und dem Kammerensemble kann man sich auf eine Kombi der Big Band und des Orchesters freuen, denn hier werden dann die größten Filmmusikklassiker zum Besten gebracht. Den Unterricht kann man abwechslungsreicher gestalten, wenn es Phasen gibt, in denen die Schüler sich außerhalb des Klassenzimmers einen Platz suchen können und dort selbstständig arbeiten können. Man lernt, sich die Arbeit einzuteilen und fühlt sich auch dafür verantwortlich. Die Begabtenakademie, ein breit gefächertes Angebot für breit aufgestellte, motivierte, engagierte Schüler. Das Gymnasium Neubiberg ist Seminarschule. Das heißt, dass wir jedes Jahr von der Uni frisch examinierte Referendarinnen und Referendare bekommen, die den letzten Teil der Lehrerausbildung bei uns absolvieren. Begleitet, angeleitet und gecoacht durch die Seminarlehrer bereichern die jungen Kolleginnen und Kollegen unsere Schule durch Kreativität, durch Motivation, durch neue Ideen und frischen Wind von den Universitäten. In dieser Forscherklasse machst du viele tolle Experimente sowie exklusive Ausflüge. Wir zum Beispiel waren im Deutschen Museum sowie auch vielen anderen Orten. Natürlich lernt man auch dadurch vieles Neues dazu. Ich habe dieses Jahr am England- bzw. Wimbledon-Austausch mitgemacht und mir hat der Austausch einfach mega viel Spaß gemacht, weil man einerseits die Sprache nochmal viel besser lernt als nur im Unterricht, aber vor allem andererseits, weil man auch neue Leute kennenlernt und neue Freundschaften schließt. Ich muss sagen, am Ende habe ich sogar auf Französisch gedacht. Also man sammelt auf jeden Fall viele Erfahrungen und das war eine schöne Zeit dort. Man lernt neue Leute kennen, schaut sich tolle Städte an, lernt die Kultur kennen und verbessert natürlich sein Spanisch. Und ich würde es auf jeden Fall jedem weiterempfehlen, weil es total schön war. Für uns am Gymnasium Neubiberg wollen wir mit Courage für die Rechte des Einzelnen eintreten. Wir sind Schule gegen Rassismus und Schule mit Courage. Aus der bunten Vielfalt der Einzelpersonen entsteht das Bild der Gemeinschaft. Wir planen aber auch jedes Jahr als Team tolle Veranstaltungen wie Spendenläufe, kleine Partys, Schulbälle oder auch den Galaabend der Extraklasse, die Oscarnacht, die es so nur an unserer Schule gibt und alle 4 Jahre stattfindet.
Bei der Oscarnacht werden ganz nach dem Vorbild der echten Variante zuvor nominierten und gewählten Preisträgern in Kategorien wie Funniest Teacher oder Friendliest Student die Oscars verliehen. Wir haben zum Beispiel ein cooles Projekt in der 5. Klasse, das ist der MeDay. Da geht es 2 Tage nur um Medien, da geht es um Datenschutz, um Urheberrecht, um Computerspiele und Sucht. Und das Ganze aber mit abwechslungsreichen Rollenspielen, also dass man wirklich das erfahren kann, was die einzelnen Themen bedeuten. Und am Ende dreht ihr sogar einen eigenen Trailer für einen Film und filmt sozusagen Szenen und vertont die nach. Und am Ende sieht man, man kann wirklich richtig coole Sachen selber produzieren mit Medien. Und bei ein paar Sachen, da muss man auch wirklich aufpassen. Bei unserer Mensa kann man sich immer eine Woche im Voraus sein Essen ganz nach seinem Belieben, also Fleisch oder vegetarische Gerichte, bestellen. Dieses Angebot eignet sich vor allem für jüngere Schüler der 5. und 6. Klassen sehr gut, da diese das Schulgelände in der Mittagspause eigentlich nicht verlassen, aber trotzdem häufig am Nachmittag bei der OGS betreut werden. Auch ich nutze dieses Angebot gerne. Das Gymnasium Neubiberg ist eine Schule, die ganz viel Wert auf jeden einzelnen Schüler und das soziale Miteinander legt. Bei uns gibt es 3 Sozialpädagogen, die euch zur Verfügung stehen, wenn ihr Kummer und Sorgen loswerden wollt. Im Büro der Sozialpädagogen kann man in den Pausen kickern, lesen, Mandalas ausmalen, Freundschaftsarmbänder basteln oder einfach auf den coolen Sitzsäcken entspannen. Wenn ihr in der neuen Klasse noch niemanden kennt, braucht ihr euch erstmal keine Sorgen machen. Die Sozialpädagogen bieten Projekte an, die dazu dienen, eure Mitschüler besser kennenzulernen und die Klassengemeinschaft zu verbessern.